Ja, herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir ja die Nebenmission alle abgeschlossen. Deswegen werden wir heute auch mit der Hauptmission weitermachen. Aber bevor wir das machen, weil ich nämlich gesehen habe, wir haben ziemlich viele Items, verkaufen wir ein bisschen was. Wir haben nämlich hier zum Beispiel 39 Bananen. Ich glaube nicht, dass wir so viele Bananen brauchen werden. Deswegen verkaufen wir einfach mal erstmal 20. Jo. Genauso wie hier, die Wildbeere, haben wir 47 Stück. Kaufen wir mal 27. Jo. Okay, was haben wir noch? Wir haben 31 Pilze, 39 Pilze, da verkaufen wir mal 19 Stück. Sodass wir von allem 20 haben. Ist zwar nicht viel, aber das summiert sich. 16 Stück. Okay. Rüstling kaufen wir auch 8 Stück. Okay, das behalten wir noch. Was haben wir hier noch? Holz. Wir haben ziemlich viel Holz. Da verkaufen wir einfach mal alles, weil bis jetzt haben wir das noch nicht gebraucht. Kaufen wir 21 und hier verkaufen wir 19. So. Okay, davon haben wir noch nicht so viel, das behalten wir mal. Butter, wir haben ziemlich viel Butter. Kaufen wir erstmal 11. So, was haben wir hier? Ausdauerkrabbe. Die verkaufen wir mal 27 Stück. So, was haben wir noch im Programm? Frostflügler verkaufen wir auch mal 33. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Die geben nicht viel, aber die hier. So, was haben wir noch? Feuerstein. Kaufen wir mal 16. Okay, und die behalten wir noch. Die sind zwar viel wert, aber man weiß ja nie, aber hier von denen können wir 37 verkaufen. Von denen haben wir richtig viele. Oh ja, 500 Rubine, das hat ja richtig was gebracht. Von den Herzen. Nummer 16. So, von den Hörnern verkaufen wir 23. Alter Schwede, wir haben echt ein bisschen was angesammelt, ne? So, jo. Oha, von denen haben wir auch ziemlich viele. Okay, von denen verkaufen wir mal 6. So, von dem Rest haben wir noch nicht so viel. Was haben wir hier? Die antiken Sachen, die behalten wir auf jeden Fall. Ja, damit hätten wir mal ein bisschen aufgeräumt. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit der nächsten Mission. Beziehungsweise, bevor wir starten, können wir noch einmal upgraden hier, unseren Charakter. Wir haben ja jetzt einiges eingenommen.
Können wir auch mal ein bisschen was ausgeben und die anpassen. Jo. Sie wird ziemlich teuer bestimmt, ja. Aber das macht nichts. Okay, alle Stufe 25, das ist gut. So, dann gucken wir doch erstmal Impa. Königliche Beraterin Impa, bereit! Okay, Stufe 11 haben wir. Und wir können einiges da reinpacken. Ja. Zeig mal, wir gucken mal. Wie sieht's bei Zelda aus? Ich werde tun, was ich kann. Ich werde die Prinzessin beschützen. Da haben wir schon weitaus bessere Sachen. Stufe 15. Stufe 1, 15. Das nehmen wir aus. So. Freue dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Was wir hat werden er es denn? Gewiss vollbringen. Adlerbogen, also gut, er hat schon. Er hat schon. Achso, wir haben nur. Rivali nehmen wir mal weg. Nehmen wir mal Rubosa. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Das ist ermutigend. Zelda packen wir. Ja. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Das ist ermutigend. Okay, sie hat schon das Stärkste ausgerüstet. Okay. Kombinieren wir doch mal ein bisschen was. So. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber das macht nichts. Waffe. So, checken wir mal Zelda ab. Oh. So, man kann also Glück haben und. Ah. So, dann hätten wir noch eine Linkswaffe. Ja. Okay, den behalten wir. Der kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg und das kann weg. So, da machen wir auch nicht alles voll. Mifa. Ah, das geht natürlich gut ins Geld, ne? Das geht wirklich gut ins Geld. Okay, $750 kostet es das. Das ist natürlich echt gut teuer. So, jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Dann wollen wir mal weitermachen. Auf geht's. Jo, die Truppe gefällt mir. Und dann machen wir nochmal. Ich freue mich darauf, das zu verstehen.
Ja, das finde ich auch. So. Und dann brechen wir mal auf. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Und so geschah es, dass sich die Piloten der vier Titanen versammelten. Unter den wohlwollenden Blicken des zeitreisenden Wächters nahm das Training zur Steuerung der Titanen seinen Lauf. Und ein Plan zur Niederschlagung der Monster kristallisierte sich heraus. Zelda verstärkte ihre Anstrengungen, sowohl bei der Inbetriebnahme der Titanen als auch bei der Erforschung der Relikte. Ihre Macht der Versiegelung lag jedoch weiterhin brach, und nichts deutete darauf hin, dass sie in näherer Zukunft darüber verfügen könnte. Aha. Okay. Es gab auch nicht ein einziges Wort des Lobes. Nein, doch ich kann verstehen, dass Vater frustriert ist. Aber, Euer Hoheit, wir sind es, die jetzt etwas unternehmen müssen. Sag Mipha und Daruk, dass wir gleich morgen früh aufbrechen werden. Um die Titanen aufzusuchen? Verstanden. Huch? Mein Vater denkt, dass meine Kraft nicht erwacht, weil ich einfach nicht genug geübt habe. Wenn ich zu den Titanen gehe, wird er mich wieder schelten. Oh. Link! Oh. Die Titanen sind noch nicht vollends kalibriert. Sie müssen perfekt auf die Piloten abgestimmt sein, um ihre volle Stärke zu entfalten. Vieles ist noch unerforscht. Daruk, ich habe eine Bitte. Darf ich das nächste Mal mit dir trainieren? Ich will nämlich stärker werden. Nur für den Fall, dass etwas geschieht. Klar doch. Ist gar kein Problem. Aber weißt du, uns fehlt noch dieser Ritter, der mit dem Bannschwert die Dunkelheit versiegelt. Ah, ja. Ich denke ja, dieser Link. Ihr schon wieder? Es ist an der Zeit, dass du die Bühne verlässt. Okay, sie wollen Zelda an die Gurgel. Hier. Wollen wir doch gleich mal
Schmetterangriff. Das war's. Zum nächsten. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal hier um. Weiß ja nie, was hier so versteckt ist. Okay, hier war anscheinend nichts. Aber hier könnte vielleicht noch was sein. Zumindest Rubine. Wie sieht's hier aus? Nichts weiter. Aber überall könnte ja ein Kraut versteckt sein. So, dann wollen wir mal zum nächsten Offizier. Nichts. So. Da ist der Platz hier. So, die hätten wir jetzt erledigt. Okay. Ah, wir gucken uns nochmal hier um. Hier sind noch Kisten. Wie komme ich daran? Okay, die Blitze können die Kisten nicht zerstören. Ah, da. Das sind wahrscheinlich nur dekorative Kisten. So, was ist das denn? Okay. So. Schmetterangriff. Zack. Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. Dann nehmen wir noch mal die Festung hier ein. Sehr schöne Attacken hat sie auf jeden Fall. Die gefällt mir richtig gut. So. Boah. Und ausgelöscht. So, wir gucken uns einmal kurz hier um. Ob es hier irgendwas gibt. Aha.
eine Truhe. Sehr schön. Dann gucken wir uns nochmal hier um. Das ist eine Festung, okay. Nehmen wir die doch schnell mal ein. Ja, die macht Spaß. Auf jeden Fall. Das einzige Problem bei ihr ist halt, die muss. Achso, das ist schon mehr. Sie muss halt ihre Attacken aufladen. Was ein bisschen doof ist. Rivali und Liefer sind auch dabei. Ach, das war's schon. Okay. So. Dann forschen wir doch mal hier oben, was es hier so gibt. Beziehungsweise, Moment mal, hier führt so ein kleiner Pfad links. Würde mich ja wundern, wenn das hier nichts zu bedeuten hätte. Okay, hier ist anscheinend nichts. Verdammt, ich dachte, hier wäre was. Im Haus vielleicht? Ja, hier hat sich noch einer versteckt. Sehr schön. Damit hätten wir den gefangen. Okay, führt mir einmal den Mob. Wechseln wir auch. Und ich lasse mich davon natürlich treffen. Egal. Schmetterangriff und das war's. Ah, da oben ist bestimmt eine Truhe, ne? Werden wir das nochmal schnell checken. Und Rubine, 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 Rubine. Kürbis. Okay. Dann wechseln wir mal.
Und gehen zum nächsten Punkt. Als ob ich euch nicht sehen würde. Da wir kein Holz mehr haben, ernten wir das mal ein bisschen ab. So. Oh nein! Okay, besiege die blauen Moblins. Okay, den ersten hätten wir. Und den zweiten holen wir uns auch gleich. Ah, jetzt hat uns doch was doch selbst getroffen. So ist es eigentlich. Angriff. Tschüss. Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. Verschwindet! So, in Ordnung. Wir als nächstes hin. Erstmal hier checken, ob irgendwas versteckt ist. Nein. Okay. Hier war auch nichts, ne? Nee. Dann wollen wir doch mal. Ah, Moment mal. Einer ist doch gleich hier. So, kurzer Prozess hier. Ein Traum. Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. So. Dann wollen wir nochmal schnell den hier besiegen. Machen wir doch mal einen kurzen Prozess und machen mal einen Spezialangriff. Das ist eigentlich Effekt. Nee. Hätte mich auch gewundert. Nichtsdestotrotz, kurzer Prozess mit dir. Zack. Okay. Der Rest muss Impa übernehmen. Passiert sich. Nicht vom Fleck bewegt. Güte. Okay. Ich sehe
schon. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! Zack. Impa geht echt gut ab. Die ist echt sehr stark. Okay, wo sollen wir als nächstes hin? Hey! Alles klar da oben. So, das hätten wir geschafft. Ja, nochmal gucken, was es hier gibt. Rechts. Gut, dann tauschen wir wieder. Hey. Nicht frech hier. Das hat ihn auch gekillt. Okay. So, dann laden wir uns einmal kurz auf. Schon Holzfällen hier. Ach Gott. Das ist schon der nächste Mob. So, das war's mit dir. Fort mit euch! Euer Glück ging zu Ende, als ihr mich zum Gegner hattet. Schauen wir doch mal, was da oben ist. Edelwild mal 11, okay. Warum nicht? Kommt da auch hoch? Nee, ja. Aber ein paar Rubine.
stehen auch nur faul rum, die Typen. Oh. Festung. Nichts da. Was geht's los hier? Das war doch mal ein schönes Ende. So, dann gehen wir aber nochmal checken, was es hier da gibt. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Holz. Ein Krug. Aber immerhin ganz gut zum Holz abfahren hier. So. Und trotzdem mal, was das hier so gibt. Also da gibt es bestimmt was. Ist auch einer. Ja. So, sehr schön. Was ist das hier? Friedhof. Ah, eine Truhe. Sehr gut. So, dann wollen wir mal weitergehen. Okay, jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Oh! Ich bin rausgewichen. So leicht. So, Schmetterangriff. Stopp. So, nix da. Und haben den besiegt. Ich muss mal wieder hier die ganzen Kisten mitnehmen.
Okay, alles klar. Ach, wir haben ja immer noch den Zweihänder, ne? Muss ich unbedingt mal umrüsten. So, nichts da. Ich tat, was in meiner Macht stand. Doch die Zukunft ist unberechenbar. Alle Mann, Rückzug! Link! Es war... Link ist kleiner als sie. Geld. Oh, ein paar neue Waffen. Das ist doch schön. Oha. Ein Topas.
Sehr schön. So, ich würde mal sagen, wir machen gleich mit der nächsten Hauptmission weiter, damit noch ein paar mehr Nebenmissionen freigeschaltet werden. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!